Wir besprechen heute, wie man Mitarbeiter über Social Media gewinnt. Also die Mitarbeitergewinnung ist zurzeit in aller Munde, überall werden Fachkräfte gesucht und über Social Media kann man sie sehr gut erreichen. Aber viele glauben, ja, jetzt haben wir einfach ein bisschen ein Werbebudget hinein und dann geht es alles schon so dahin und die perfekten Bewerbungen kommen nur so hereingeprasselt. So einfach ist es dann doch wieder nicht, aber heute gehen wir drei wichtige Punkte bzw. Tipps durch, wie ihr als Unternehmen schneller an hochqualitative Mitarbeiter kommt. Starten wir gleich mit dem Punkt Nummer 1, den man gleich so mehr oder weniger sofort umsetzen kann. Das ist, wenn man Werbeanzeigen schaltet und diese genau auf die Zielgruppe targetiert. Sagt jeder, ja, haben wir schon 100-mal gehört, das funktioniert bei unserer Zielgruppe nicht, weil die sind alle vergeben. Ja, vielleicht sind alle, haben alle gerade einen Job, aber es sind sicher nicht alle gerade richtig zufrieden. Und genau da muss man mit dem Schmerzpunkt hineinfahren und den Mitarbeitern klar machen, dass es eben noch andere Unternehmen wie dich zum Beispiel gibt und das und dein Unternehmen ist ja wahrscheinlich besser als das andere Unternehmen, wo er vielleicht jetzt gerade sehr unzufrieden ist. Also, der wichtigste Punkt ist erstens einmal, man braucht ein gutes Creative, also ein gutes Foto, was richtig einen anspricht, dann dazu einen sehr guten Werbetext, der eben genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist. Ich kann jetzt nicht als in der Jugendsprache schreiben und ich suche aber eine Pflegekraft 40+, das wird nicht funktionieren. Und man kann ja auf Facebook und auch auf LinkedIn und überall bei den Werbeanzeigenmanager die Zielgruppe genau targetieren und dadurch muss man wissen, wer jetzt genau die Zielgruppe ist. Und dann kommen normalerweise schon die ersten Bewerbungen herein. Wenn es nicht funktioniert, ich habe euch unten an meinen Instagram-Account verlinkt, dann könnt ihr mir gerne anschreiben und fragen, falls ihr irgendwelche Fragen zu Werbeanzeigen oder sonst was habt, als Unternehmen oder als Privatperson, ist egal. Also geht's ruhig auf meinen Instagram-Account. Und Punkt 2 ist nun, dass man nun das Creative bzw. die Werbeanzeige in lokale Gruppen hineinstellt und dann auch noch dazu hineinschreibt, dass es irgendeinen Bonus gibt, wenn jetzt eine Person diese Mitarbeiteranzeige weiterempfiehlt und dann dadurch die Mitarbeiter reinkommen. Wenn man glaubt, so, ja, lokale Gruppen, das bringt gar nichts mehr, aber da sind meistens mehr Leute unterwegs, als man denkt. Und der dritte Punkt ist eben, dass man einen Unternehmensaccount aufbaut, der sich genau auf die Mitarbeitergewinnung spezialisiert. Das heißt, ihr zeigt immer fort in die Stories eure Mitarbeiter. Die nehmen einen einmal durch den ganzen Tag durch, was so lustig ist da, was so gut ist. Und genau so kann man eben super Neukunden bzw. neue Mitarbeiter halt unlocken und die sehen, boah, das ist so cool bei denen dort, dort will ich jetzt auch arbeiten, ich schreibe mal hin, ob sie jetzt irgendeine Stelle vielleicht frei haben. Genau das waren jetzt die wichtigsten drei Punkte, nochmal kurz schnell zusammengefasst. Punkt Nummer 1, Werbeanzeigen schalten und genau targetieren. Punkt Nummer 2, in lokale Gruppen das auch noch zusätzlich reinposten. Und Punkt Nummer 3, dann für die langfristige und kostenlose Mitarbeitergewinnung einen Unternehmensaccount aufbauen, der sich genau auf Mitarbeiter spezialisiert. Ich würde es aber nicht, dass ihr nur denkt, ja, das sind gute Tipps und den nicht umsetzt, geht sofort in die Umsetzung. Was macht ihr davon schon als Unternehmen? Und falls ihr Hilfe braucht, wie gesagt, mein Instagram ist unten verlinkt und bei Fragen könnt ihr euch gerne melden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!